Hallo, willkommen zu einer weiteren Runde von Pioneers auf Pagonia. Und diese Woche ist die Woche des müden Mr. Nandos, des unkonzentrierten Mr. Nandos, des Mr. Nandos, der komplett neben der Spur ist. Ja, ich weiß auch nicht, was heute, also für mich heute im heutigen Aufnahmetag so los ist. Was machen wir damit? Das Ding ist ja eigentlich, wenn man so will, tot. Ja, also das ist außerhalb der Reichweite, oder die sind hier außerhalb der Reichweite, haben wir auch gerade herausgefunden. Dann würde ich sagen, wir haben da 3 von denen und 4 von jenen. Wir reißen das einfach mal nieder. Jupp. Dann werden die frei. Und wir haben hier das gleiche Problem nochmal. Und ich hatte ja schon, glaube ich, in der letzten Folge gesagt, ja, noch in der letzten Folge, da muss ich was unternehmen, das geht so nicht. Dann machen wir das auch. Wir brauchen einen weiteren Wachturm. Wo ist jetzt meine Grenze? Wird das tatsächlich schon so weit vorgedrungen? Oh, holy moly. Ich sehe da was. Kann sein, dass ich über das Ziel hinausgeschossen bin. Ich sehe mal die Grenze nicht. Hä? So, das ist ein... Da sieht man jetzt so ein bisschen den Grenzverlauf. Das ist cool. Aber da ich hier angeblich auch bauen kann. Okay. Da wäre ich jetzt ein bisschen vorsichtig. Weil da vorne ist irgendwie, ich glaube, das sind Diebe. Das richtig sehe. Hier ist irgendwie alles rot. Dann kann ich hier doch nicht bauen. Hä? Hier ist, ach, da ist, Moment, das ist der andere. Naja, aber prinzipiell erstmal richtig. Das ist ebenfalls ein gegnerisches Gebiet oder nicht unser Gebiet. Moment, bin ich da abgeschnitten? Ist sozusagen der Grenzverlauf dann hier irgendwo? Weil hier kann ich noch bauen. Bringt mir aber nichts, weil ich komme, ja, so oder zumindest relativ wenig. Weil hier grenzt der eine Ort an, die eine Fraktion halt noch. Das hier ist für mich sozusagen im Augenblick Niemandsland, weil ich hier nichts machen kann. Dann haben wir hier das Wasser, da kann ich leider nichts bauen. Und hier ist dann schon die andere Fraktion. Das ist nicht cool. Das ist nicht cool. Was mache ich denn jetzt? Moment mal, ich habe hier wie viel? Das ist okay. Da brauche ich mehr von den Waldläufern. Folgender Plan. Hier gehe ich auf 0. Die brauchen wir mehr. Das hat sich erledigt. Ich würde hier tatsächlich dann nochmal 10 Waldläufer rekrutieren. 4 hatte ich hier. Meinte ich gar nicht. So. Ja, ist ja gut. Moment. 2 sind noch unterwegs. Der fehlt schon einer. Warum der nicht aus dem Bereich dann entsprechend versorgt wurde, erschließt sich mir jetzt aber auch nicht. Ne?
So ganz normale Waldläufe, ne? Ja. Okay. Okay, okay, okay. Ja, ich habe neues Spielzeug entdeckt. Ihr merkt das gar nicht, ne? Ich habe hier jetzt diese Geschichte für mich entdeckt. So. Abenteuer. Aber ich habe immer noch nicht den Dreh raus, es richtig zu verwenden. Rechte Maustaste, Mensch. So, Abenteuergilde. Wir brauchen. Nee, die Leute hier. Gar nicht mal wenig. Direkt auf 20 gehen. So, da habe ich aber nicht genügend. Wartet mal so, weil man es sonst nicht sieht. Holzspeer, Fackeln habe ich 10. Genau. Die brauchen einmal diese Fackeln. Und die leichte Rüstung. Leichte Rüstung habe ich 7. Das heißt Bearbeitung, Münzprägerei, Schneiderei, Schneiderei. So. Bäckerei, Schneiderei. Nein, du hast mitnichten nichts zu tun. Du hast sehr viel zu tun. Dann Holz und Stein. Holz und Stein ist nicht richtig. Moment mal. Holzfällerhütte, Sägewerk, Forsthaus, Steinbruch. Ist klar. Wo sind die denn dann zu finden? Gildehaus, Werkzeug, Schmiede. Nee, ich brauche Holzwerkstatt auch nicht. Was tue ich denn jetzt überhaupt? Ach, Fackeln, doch die Holzwerkstatt. Ja. Holzwerkstatt, genau. Fackeln. Du machst hier Fackeln. Auch mal ordentlich. Wie lange braucht ihr für so ein Zahnrad? So, okay. Dann brauche ich Erkundung und Expansion. Nein. Nein. Bevölkerung. Entweder ein großes oder ein kleines Wohnhaus. Wie groß ist ein großes? Wie würde ich das hier hinkriegen? Ja. Wo wir die Dinger hinpacken, packen, ist ja egal. Ne? Haben wir ja gelernt, Taverne und so. Wäre jetzt auch zufälligerweise außerhalb des Einflussbereichs hier der Taverne. Also das ist, aber das funktioniert ja, Gott sei Dank. Da habe ich da den richtigen Tipp bekommen. So. Veteranenwachen. Ich gehe da mal auf 10. Kettenrüstung, Rüstungsschmiede, die ist noch beschäftigt. Jo. Kurz und schmerzlos, weißt du was? Mach mal 5 mehr. Okay. So, Aufträge sind erstmal soweit erteilt. Wie sieht das jetzt hier aus? 10 von 10, okay. Und da fehlt komischerweise immer noch einer. Der wird aus irgendwelchen Gründen nicht ersetzt. Ja, das ist natürlich hier blöd, ne, mit dem Bereich. Da komme ich ja gar nicht dahin. Wie soll das denn funktionieren? Habe ich da gepennt? Wie wahrscheinlich ja, ne? Sonst Moment, hätte ich ja das Problemchen jetzt hier nicht. Ich würde jetzt bis hierhin den Weg machen. Da schon Ende, hier ging er auch noch. Und hier wäre dann so irgendwann Ende Gelände. Genau, hier ist die Grenze. Da geht nichts. So, und ja. Hier ist er schon eher vorbei. Ne? Das war aber hier schon die andere Fraktion. Da ist irgendwo hier die Grenze. Vielleicht sogar hier an der Stelle. Und das war's dann. Hier ist alles Wasser, 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 Wasser. Da komme ich nicht drüber. Ja, ernst? Na gut. Der Bereich hier ist noch relativ
Unbekannt? Du bist doch auch schon hier, andere Fraktion und so. Ich bin abgeschnitten. Ahnst nicht. Ach du Heilige. Nein. Ja, ja, ich habe jetzt im Augenblick andere Probleme. Probleme, mit denen ich nicht gerechnet habe. Da ist hier irgendwie alles dieses Gebiet. Was hat nie mal existiert? Ist das meins? Ja. Ach, da war der. Ja, nee, alles klar. Logisch. Nee. Schon gut. War nicht mal so schlecht. Dann habe ich nämlich hier so einen Bubble-Punkt. Und man sieht, ich käme beispielsweise bis hierhin. Bis dahin geht auch noch. Hier ist fremdes Gebiet, da ist Wasser, da komme ich nicht rüber. Ich glaube, es gibt einen einzigsten Weg, wie man dieses umgehen kann. Die anderen hier, also wir sind ja hier auf einem guten Weg, aber wir müssen irgendwie, die müssen also zu uns gehören irgendwann. Das geht. Ja, die schließen sich dann irgendwann als Verbündete an. Nur bis dahin ist es natürlich ein sehr weiter Weg. Yeses, Moment mal. 13 Silberdegen. Und das ist dann diese Fraktion hier, das sind die Leute. Die möchten 13 Silberdegen. Ich habe immerhin bis hierhin einen Weg. Die ganze Uhr haben wir mit den Dieben. Achso, nee, aber alles gut. Das schaffen wir. Deswegen die Angriffe. Ja, das ist mal diese Gegend hier. Na, das ist eine Ausnahme. Das ist, weil da einer von meinen Entdeckern wahrscheinlich lang spaziert ist. So. Also, um das nochmal festzuhalten. Fraktion, guck mal, komme ich da? Ja, genau. Ist diese Fraktion. Da habe ich. Wo war es denn jetzt? Hier nicht. Ja, mach mal. Ich hatte gerade irgendwie so einen Weg entdeckt gehabt. Dem ich dann wieder selber erfolgreich unterbrochen habe. Das ist. Nee. Da komme ich gar nicht hin. Also jedenfalls nicht auf die Art und Weise. Aber ich könnte hier sowas wie ein Handelszentrum, glaube ich, hinsetzen. Das würde gehen. Okay. Moment, was sagt die Zeit? Geht noch? Bearbeitung, Bergbau. Das bin ich mehr. Was ist denn Ausbildung? Handel, Marketing, Barada, Kunstschmiede, Rüstungsschmiede. Kunstschmiede, Moment. Verarbeitet. Ne, Silberdegen ist genau das, was ich herstellen will. Da brauche ich, glaube ich, eine ganz normale Waffenschmiede für. Genau, mit Silberbarren, da kann ich Silberdegen erstellen. Das war das. Holzwerkstatt, da, Gildehaus. Ich kann es mir nicht merken. Wo ist denn jetzt hier? Hier, genau. Handelsposten, Handelslager, Schatzkammer, Lagerhaus, Lager. Wir machen uns hier so ein Handelspöstchen hin.
Dann, da ist Silbererz. Da müsste ich rankommen. Der ist auch so. So. Silbererz. Ewig weiter Weg, gebe ich zu. Gibt es hier irgendwo? Ah, da gibt es Kohle. Das ist schön. Kohletagebau. Stehe sogar hier hin. Kohle. Okay. Mach doch mal hier so den Pinorik hin. Silber, ja. Ist eigentlich egal, weil ich bin ja leider im Einzugsbereich, aber gut. Dann haben wir das gemacht. So, dann brauche ich auf jeden Fall einen Weg hier lang. Das wäre sehr hilfreich. Okay, dann haben wir das. Dann brauche ich eine Schmelzerei. Schmelzhütte. Moment, wo habe ich jetzt was? Na, das ist eigentlich egal. Hier werden die Sachen aber abgebaut. Dann kann ich die auch hier entsprechend produzieren. So, der soll herstellen. Nein, aber ja. Aber ja, aber nein, aber ja. So, da hätten wir schon mal die Schmelzhütte. Und dann würde es sich natürlich anbieten. Nope. Bearbeitung. Schneiderei, Weberei. Ja. Werkzeugschmiede, Holzwerkstatt, Waffenschmiede. Eine Waffenschmiede, die könnte ich auch direkt daneben hinsetzen. Hier wird geschmolzen, da wird dann entsprechend gebaut oder beziehungsweise die Sachen werden entsprechend hergestellt. Und da geht es dann um die Degen, die Silberdegen. Cool. So. Ja. Dann schaue ich mal. Moment, das müsste dann hier sein. Das ist das Teil. Das ist hier im Bau. Ah! Oh, das ist cool. Das ist gar nicht mal verkehrt. Ich könnte sogar... Moment mal. Also dann... Moment. Also hier komme ich nicht drüber. Das kann man vergessen. Aber ich könnte hier noch versuchen. Einen Weg dazu zu basteln. So. Gucken wir mal, ob das was bringt. So, da, abgeschlossene Aufträge, Personenschneiderei abgeschlossen. Was? Sind schon fertig? Erstaunlich. Mal nochmal 10 erstmal. Oh komm, wir lassen uns nicht lumpen, wir machen direkt 20. So, der ist fertig. Cool. Abgeschlossen, neues Gebiet. Das mit deiner Gebietsgröße Eindruck gemacht. Ja, das ist Eindruck machen kann ich gut. Bin ich, da bin ich Professor drin. So, die Dinge sind im Bau. Hm.
überlege gerade, ob da irgendwie ein Wachturm Sinn machen würde. Also jetzt von meiner Seite da noch irgendwas hinzusetzen, aber ich glaube eher nein. Die sind auf Patrouille, So. Hier. Sollen mir den Ärger vom Hals halten mit den Dieben, so weit wie möglich. Was bis jetzt auch ganz gut klappt. Da habe ich meine 10 Waldläufer und da sind es aus irgendwelchen unterschiedlichen Gründen 9. Alles andere ist ja auf 0, ne? Ja. Einen Moment, Abenteuer-Gildi. Entdeckerposten, nein. So wieder der Bereich Ausbildung. Oh, sehr cool. Waffenschmiede, Rüstungsschmiede, Kunstschmiede, Militär, Abenteuer-Gildi. So, Waffenschmiede, klar. Oha. Moment, Augenblick. Was mache ich? Verstärkte. So, ja, nee, ist richtig. Leichtere. Geht dann nur der. Leider. Im Augenblick, ja. So. Nochmal 10. Jetzt werde ich da angegriffen. So, Entdecker werden angegriffen. Das ist normal. Da ist dann auch immer schön Klopperei. So. Das Gute ist, dadurch, dass sie also schwerpunktmäßig hier aus der Ecke kommen und hier von meinen Leuten in Schach gehalten werden können, kommen die nicht ins Dorf näher reinzuhalten. Also hier habe ich relativ wenig Ärger im Augenblick, Gott sei Dank. Dass, also hier kommen Sachen gestohlen. Ich glaube, in dieser ganzen jetzigen Runde und ich glaube auch in der Runde davor nicht. Das hat keinen Ärger gegeben in dieser Richtung. Das ist schon mal gut. So, jetzt ist natürlich die Frage. Die suche ich. Genau. Die wollen Eisenerz? Was habe ich denn da mit den Silberdings gelesen? Hier steht was von Silberdegen. Das sind die. Okay. Okay. Ja gut, kann man aber machen. Damit wir da vorankommen. Okay, da bin ich, so weit bin ich noch nicht. Ich habe noch keine Silberdegen, die ich anbieten könnte. Aber wir könnten hier wo war das denn jetzt? Augenblick. Ich bin wieder selber ausgetrickst. Da bin ich gut drin. Ihn selber austricksen. Naja, was immer ich ihm noch machen wollte, wir müssen es in der nächsten Folge machen. Ja, die Woche, ich hatte es ja schon gesagt, die Woche ist ich, die Nandos ist müde Woche. Keine Ahnung, also genügend Schlaf hatte ich. Ist halt so, muss ich mich mit rumschlagen, ihr müsst euch damit rumschlagen. Leider, gut so, tut mir leid, aber ist so. Wir werden uns dann in der nächsten Folge hoffentlich wiedersehen. Bis dahin wünsche ich euch wie immer alles, alles Gute und genießt die Zeit.